Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, aller Lobpreis gebührt Gott dem Erhabenen, dem Herrn aller Welten. Wir danken ihm für seine Gnade und seine Gaben und bitten ihn um Hilfe und Rechtleitung in allem, was wir tun und hoffen, dass er uns in seine Gunst aufnimmt. Der, den es keinen gibt, der ihn gleicht. Sein Frieden und Segen seien mit unserem Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, der Heiler unserer Seelen und der Freund unserer Herzen. Und seinen reinen Nachkommen, Friede sei mit ihnen. Ich rate ihnen und mir selbst zu Ehrfurcht vor Gott und zum Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Wenn der Mensch auf dem Pfad der Rechtleitung sein will und in der Partei des Rechtes, ist es notwendig, gottesfürchtig zu sein. Ohne Gottesfurcht wird der Mensch nicht in der Partei und auf dem Pfad des Rechtens sein. Und aus diesem Grund wird im Heiligen Koran, wenn wir uns dorthin wenden, sehen wir, dass mit Ernsthaftigkeit der Heilige Koran diesen Punkt erwähnt. Und die Menschheit und vor allem die Gläubigen anspricht und sagt: Fürchtet euch und wisset darüber, dass ihr gottesfürchtig zu sein habt. Wenn der Mensch gottesfürchtig ist, muss man einige Dinge machen und von sich von einigen anderen Dingen fernhalten. Daher wird gesagt, dass wenn der Mensch gottesfürchtig ist und gute Taten verrichtet, von etwas sehr, sehr Positives profitiert, und zwar das, dass Gott mit den Gottesfürchtigen ist. Diejenigen, die gottesfürchtig sind, Gott ist mit denen. Wenn irgendwann sich die Möglichkeit geben sollte, und wir uns die Verse anschauen, die die Unterstützung Gottes jeweils beachtet, wie zum Beispiel der Satz des Propheten Moses, Friede sei mit ihm. Oder der Satz des Freund Gottes, also der Prophet. Wenn man all diese Versen zusammenführt und versteht und darauf achtet, wird man zu dem Ergebnis kommen, dass wenn der Mensch von dieser Unterstützung profitiert, man das Gefühl der Erhabenheit, des Kraftes in sich spürt und in der Tat der Mensch an sich jemand ist, der Aziz ist, der beliebt ist, der unerschütterlich wird. Das heißt, dass Dinge, die auch vielleicht für ihn schwer erscheinen mögen, für ihn ein einfaches werden. Die schwersten Schwierigkeiten, wenn dieser Mensch diesen ausgesetzt ist, wird er mit Einfachkeit diesen gegenüberstehen und mit ihnen und diese bekämpfen können. Das ist der Punkt, der vom Heiligen Koran unterstrichen wird und auch in den Überlieferungen darauf hingedeutet wird. Aber das Thema, welches wir in unseren Freitagsansprachen fortführen, ist das Thema Islamkunde. Wir haben einige Sitzungen über das Thema Islam und Vernunft und Vernünftigkeit gesprochen. Und wir haben diese erklärt. Das Thema, welches wir von dieser Sitzung nun starten bzw. fortführen werden, ist im Rahmen der Islamkunde
basierend auf die Säule Islam und Gerechtigkeit. Sie wissen, dass Gerechtigkeit eines der wichtigsten Botschaften aller göttlichen Propheten war und dass der Heilige Koran darauf immer wieder hingewiesen hat, das Thema der Gerechtigkeit und Begriffe, die diese Deutung wiedergeben. Das heißt, da wenn wir einen allgemeinen Blick auf über die Verse im Heiligen Koran werfen, sehen wir, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, durch diese Wiederholungen. Der Begriff Gerechtigkeit ist 14 Mal im Heiligen Koran erwähnt, in 12 Suren, mit den verschiedenen Derivaten dieses Wortes sind es 25 in 11 Suren. Und Begriffe, die ähnlich sind, mit einigen kleinen Abständen, sind diese 15 Mal in 15 Suren vorhanden. Einer der Verse, die dieses bekräftigt, ist die heilige Verse, die sagt, wahrlich, wir schickten unsere Gesandten mit klaren Beweisen und sandten mit ihnen das Buch und die Waagwerte herab, auf dass die Menschen Gerechtigkeit üben mögen. Das heißt, dass die Menschen eine Vernunft haben, einen Buch haben, eine Denkschule haben. Und all diese Dinge sind gekommen, um die Menschheit zur Gerechtigkeit aufzurufen. Und das ist die Notwendigkeit der menschlichen Gesellschaft. Diese Überlieferung bedeutet, dass alle Menschen danach streben, nach Gerechtigkeit. Sie alle haben das Bedürfnis. Es heißt nicht, dass die Propheten die Menschen dazu befehlt haben. Nein, Gerechtigkeit ist etwas, was aus dem Wesen des Menschen hervorspringt. Es gibt auch eine vernunftsbasierte Erklärung, aber unabhängig davon ist es das Wesen des Menschen. Der Mensch möchte, dass alles seinen eigenen Platz hat und an seinem eigenen Platz liegt. Wobei es unendliche Beweisführungen auf Basis der Vernunft es gibt für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, kulturelle Gerechtigkeit, politische Gerechtigkeit, gesellschaftliche Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Damit aber diese Gerechtigkeiten ausgeführt werden können, müssen einige Hindernisse aus dem Weg genommen werden. Und diese Hindernisse sind auch meistens mit dem Menschen selbst verbunden. Zum Beispiel mit der individuellen Gerechtigkeit, da gibt es Dinge, in denen man die einen davon abbremsen, davon abhalten, Gerechtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes und so wie es sein sollte, auszuüben. Auf der anderen Seite sehen wir auch, viele diese Begrifflichkeit und Bedeutung verwenden. Freund und Feind, für und gegen. Und jeder ist auf der Suche zu beweisen und zu sagen, dass er auf der Suche nach Gerechtigkeit ist und gerecht suchend ist und gerechter ein gerechter Mensch ist. Und es scheint, dass das schöne Begriffe sind, aber von der anderen Seite wirklich sehr, nicht missbraucht, aber nicht die Möglichkeit hatten, diese schönen Begrifflichkeiten sich von denen zu befreien, die diese Begrifflichkeiten als Hülle genommen haben und etwas anderes durchzusetzen oder etwas anderes zu erreichen. So wie ich das in einigen Büchern gesehen habe, gibt es 200 verschiedene Definitionen alleine für Freiheit. Jeder von seiner eigenen Sicht und so auch für die Gerechtigkeit. Der Begriff ist ein sehr schöner Begriff. Und daher sollten wir vielleicht auf diesen Punkt besonders achtsam achten, dass in der postmodernen Welt wenn die Regierungen, mit denen wir konfrontiert sind, Begrifflichkeiten verwendet werden wie Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie gesprochen wird, sagen sie alle, dass wir das Recht der Menschen, die Freiheit der Menschen und Gerechtigkeit verfolgen wollen, dass die Menschen
ihre Ziele erreichen, dass sie gerecht und friedlich leben können. Und das ist die Zielsetzung, die uns vorgestellt wird. Und sehen Sie dann in den Büchern, welche Definitionen dort dafür aufgeführt sind. Es gibt keinen Zweifel, dass damit der Mensch Vernunft und Gerechtigkeit auf verschiedenen Ebenen ausüben kann, es notwendig ist, zuerst eine genaue Definition davon zu kennen. Und wir werden, so Gott will, uns inshallah diesem Thema widmen und in den uns vorliegenden Sitzungen darüber sprechen. Sie wissen, dass Gerechtigkeit einer der langjährigen und schon immer vorhandenen Wünsche der Menschheit war. Aber überdies ist es einer der notwendigen Bedingungen der Gesellschaft, nach der die Gesellschaft strebt. Also war dies stets in seinen etwas, worüber er nachdachte und mit dem er beschäftigt war. Und er war stets bemüht, dass die Menschheit in der Gerechtigkeit empfindet und mit Gerechtigkeit liebt. Dieser Wunsch ist ein zu Recht schon seit eh und je vorhandener Wunsch. Es gibt keinen Zweifel, dass am Tag des jüngsten Gerichtes dort Gerechtigkeit herrschen wird. Gott, der Allwissende, hat aber uns gesagt, dass auch in dieser Welt die Menschheit den Genuss der Gerechtigkeit im vollen Sinne genießen wird. Diese Gerechtigkeit muss aber von Menschen ausgehen. Das heißt, dass der Mensch zuerst sich selbst in den individuellen Aspekten zur Gerechtigkeit führen, gerecht sein und dann die Botschaft der Gerechtigkeit von sich ausgehend in die Welt ausrufen. Wenn der Mensch also diesen Stellenwert nicht erreichen kann, gerecht zu sein, kann er nicht den ausrufen und nach Gerechtigkeit selber fordern. Gerechtigkeit ist in der Tat einer der besonderen Verpflichtungen des Menschen auf diversen Aspekten. Daher sehen Sie, dass das Thema Gerechtigkeit bei der Ethik angesprochen wird, bei der Mystik angesprochen wird, bei der Spiritualität, in der Philosophie, in der gesellschaftlichen Aspekten, in vielerlei des Wissens, in vielerlei der Wissenschaften, unter anderem auch bei den Gelehrten, wird ein besonderes Thema der Gerechtigkeit angesprochen. Gerechtigkeit ist das Befehl Gottes. Und alle sind dazu aufgefordert, dieses zu befolgen. Gott befiehlt uns zur Liebe und Gerechtigkeit. Es ist einer der wichtigen Befehle Gottes, wenn der Mensch ein richtiges Leben, ein gutes Leben führen möchte, so wie Gott das für ihn vorgesehen hat, hat er gerecht zu sein. Und wenn wir im Heiligen Koran das Thema Gottesfürchtigkeit ansprechen, wird gesagt, wenn ihr wissen wollt, was Gottesfürchtigkeit am nahesten ist, ist es Gerechtigkeit. Gerecht zu sein ist etwas, was der Gottesfürchtigkeit, der Taqwa, am nächsten ist, am nächsten. Einer der wichtigen Punkte, die wir beachten sollten, ist, dass wenn Gerechtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes durch den Menschen, egal durch wen und egal zu welcher Zeit, in der Tat die Gesellschaft, das gesellschaftliche Leben und das Leben in dieser Gesellschaft ein gutes und zufriedenstellendes sein wird. Sollte aber die Gerechtigkeit nicht in der menschlichen Gesellschaft sein, unter den Menschen sein, wird es die Ungleichheit, wird es die Unterdrückung, wird es den Verderben, wird es das Ende des Friedens bedeuten.
das ist einer der Themen, die, wenn wir darüber in allen Aspekten sprechen wollen würden, wir zu Ergebnissen kommen, vor denen wir uns alle, wir als Menschen uns schämen würden und wir vielleicht die Deutlichkeit der Notwendigkeit des Friedens beschämend anerkennen würden. Das Thema der Gerechtigkeit ist so wichtig, und dass Amir al-Mu'minin in einer Metapher, und es scheint mir, dass es eine vollkommene Metapher ist und wir uns stets vor Augen führen sollten, sagt, die Gerechtigkeit ist es, dass es die Gerechtigkeit ist es, dass das Maß aller Dinge sein kann. Wenn Sie also einem Menschen eine Note, einer Gesellschaft, einer Regierung eine Note geben wollen und ihn einstufen wollen, müssen Sie anhand der Gerechtigkeit in diesem Menschen, in dieser Gesellschaft urteilen. Je mehr Gerechtigkeit dort zu sehen ist, ist die Note dieser Regierung, dieses Menschen noch wichtiger. Für die Politiker, und wenn wir Politik im wahrsten Sinne des Wortes als etwas verstehen, als die Verbesserung aller gesellschaftlichen Geschehnisse, das ist eigentlich Politik, die Verbesserung der gesellschaftlichen Gegebenheiten und Geschehnisse auf dem Weg der Vervollkommnung, dann ist Gerechtigkeit die Basis dafür. Manchmal in einigen Überlieferungen wird der Schlüssel zum Erfolg für das Thema Gerechtigkeit erwähnt, also erwähnt, dass wenn Gerechtigkeit in der menschlichen, bei den Menschen oder in der Menschheit seinen Stellenwert hätte, würde jeder das bekommen, was ihm zusteht, und die Menschen wären nicht abhängig. Das heißt, die Menschen wären unabhängig von dem, was sie haben, sondern sind mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, absolut ausgeglichen und zufriedenstellend bereichert. Wenn wir sehen, dass Menschen sterben, Menschen verhungern, Menschen vernichtet werden. Diese Statistiken, die sich tagtäglich vermehren, all dies ist ein Zeichen für Ungerechtigkeit. Wenn wir sehen, dass die menschliche Gesellschaft einer bestimmten Regierung, bestimmten Menschen, bestimmten Nationen, bestimmten Rassen zugehörig sind, führt dies dazu, dass wir die Ungerechtigkeit in der Welt sehen. Der Heilige Koran spricht über drei Arten von Gerechtigkeit, die die Menschheit suchen und hegen sollte. Wobei zu sagen ist, dass auf individueller Ebene es wichtig ist, dass der Mensch, wenn er zur Wahrheit und zur Glückseligkeit gelangen möchte, über die Gerechtigkeit zu diesem Pfad kommt. Das heißt, wenn man die Gebote und die Verbote, die erlaubten Aspekte und die von Gott verbotenen Aspekte einhält, ist man auf dem Pfad der Gerechtigkeit. Und das ist die Aufgabe jedes Moslems, sich dem zu beugen und diesem nachzugehen. Wenn man sich davon fernhält, wenn man nicht diesen Weg geht, sehen Sie, wie die Menschen leben und wie weit sie sich von Gerechtigkeit entfernt haben, wenn zum Beispiel jemand eine große Sünde begeht. Der Heilige Koran sagt, auf gesellschaftlich bezogen, dass Gerechtigkeit etwas ist, was im Wesen der Menschen ist, und es bedarf keinen Lehrer und keinen, der uns das erwähnt. Es ist im Wesen des Menschen. Der Heilige Koran sagt, die Menschen stehen selbst auf. In einer anderen Verse wird gesagt, steht auf dem Wege Gottes, ob einzeln oder gemeinsam. Drei Teile werden hier erwähnt. Drei Aspekte. Ein Aspekt ist die Gerechtigkeit der Menschen zu den anderen Menschen. Das heißt, jeder Mensch ist gegenüber einem anderen Menschen zumindest verpflichtet, ihm gerecht gegenüberzutreten.
ob in der, in den, im Handeln, im, in den Beziehungen, in der Kommunikation, in den Vereinbarungen, in allen Aspekten des Lebens. Zwischen Mensch und Mensch muss die Gerechtigkeit walten. Die zweite Stufe der Gerechtigkeit ist die Beziehung zwischen des Volkes und der Regierung. Wenn zum Beispiel eine Regierung etwas tun möchte, oder die Staaten, gerechte Staaten, etwas tun wollen, etwas Gerechtes, müssen die Menschen, muss die Menschheit sie dabei unterstützen. Und andersrum genauso. Die Staaten und die Regenten haben eine Verpflichtung, gerecht gegenüber der Menschheit, das Volk zu sein. Ich möchte jetzt hier diese nicht in Prioritäten einteilen, welches Vorrang hat und welches nachrangig ist. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass wenn Sie den Heiligen Koran sich anschauen und Sie auch die lichterfüllten Überlieferungen des Heiligen Propheten sich anschauen, sehen Sie, dass er in diesen drei Stufen der Gesellschaft dieses Thema der Gerechtigkeit angesprochen wird. Also die Staaten und das Volk und die Menschheit, vice versa, in einer gegenseitigen Beziehung haben die Gerechtigkeit einzuhalten. Das Recht auf Leben, das Recht auf Beratung, das Recht auf Freiheit. Also im Allgemeinen die gesamten Rechte, die die Menschen an ihrer Regierung oder an der Regierung haben. Der Islam ist bemüht und hinter oder besteht darauf, dass diese drei Gerechtigkeiten eingehalten werden und gelebt werden, sowohl von dem Heiligen Propheten als auch von der Menschheit. Es ist nicht nur für eine Person, sondern für alle Menschheit. Ob ein Muslime oder Nicht-Muslime, wenn ein Mensch in einem Staat lebt, ob er jetzt Muslim ist oder nicht, muss von der gleichen Gerechtigkeit verfügen, über die gleiche Gerechtigkeit verfügen, gleich behandelt werden, völlig unabhängig davon, welche Religion und Konfession er hat. Und wir haben bereits schon ein Beispiel in der Vergangenheit gesagt, dass Amir al-Mu'minin zu Zeiten seiner Regentschaft einen alten Mann sieht, der bettelt. Er fragte, warum bettelte er? Man sagte, er ist ein Christ. In Regentschaft des Islams gibt es keinen Unterschied zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Solange er jung war, hat er gearbeitet und Geld bekommen. Deswegen befiehlt Imam Ali, dass von den Einnahmen des Volkes, von dem Beitul Mal, dass ihm bis zum Ende seines Lebens Geld gegeben wird. Und das ist die Gerechtigkeit, die für alle Menschen zu gelten hat. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir alle und vor allem diejenigen, die bemüht sind, die Gerechtigkeit in der menschlichen in der Menschheit zu verankern, sich daran zu halten. Also diese drei Arten von Gerechtigkeit werden von Islam konkret angedeutet. Welche Verantwortung wir haben und wie das zu sein hat, das werden wir inshallah in der nächsten Sitzung auch besprechen. Aber da lassen Sie mich noch das sagen, dass wenn der Mensch, also Menschsein ist eine Stellung, ist ein besonderer Stellenwert, wenn also ein Mensch den Namen Mensch bekommt, wenn er ein Mensch ist, den Stellenwert des Menschen hat, ist seine größte Aufgabe und Verantwortung, gerecht zu sein gegenüber sich selbst, seiner Familie, seinen Kindern, seinen Familienangehörigen im weiteren Sinne, Menschen in seiner Gesellschaft und so weiter und so fort. Wenn wir die Gebote des Islams wirklich gut lernen und wenn wir verstehen, was der Islam uns Menschen an Anweisungen gegeben hat auf dem Sinne, auf dem Wege der Vervollkommnung und wie sehr wir unsere Verpflichtung auf dem Wege der Gerechtigkeit ausgeführt haben, das sind Dinge, die wir untersuchen müssen. Und wir müssen sehen, wo wir Probleme hatten. Wo haben die Muslime haben diese goldene Regeln und diese große Botschaft der Propheten
Folge zu leisten. Es geht nicht um Türken, Iraner, Afghaner, Pakistaner, Deutsche und wer auch immer. Ich wundere mich, warum manche manchmal sehr nationalistisch und sehr bezogen auf ihre Nation reden, dass diese Gruppe mehr ist und diese Gruppe weniger ist. Das sind Dinge, die weder wissenschaftlich sind, noch fundiert sind, noch die Botschaften des Islams beinhalten. Und es ist überhaupt nicht einen Moslem, einen gottergebenen Menschen würdig, so zu reden und diesen besonderen Stellenwert als Menschsein auf einer so kleinen und niederen Stufe der Nationalitäten aufzuteilen. Daher sehen Sie, dass Salman, der Gefährte des Propheten, der aus Persien ist, von Gott, von dem heiligen Propheten als Menar, als einer von uns angesprochen wird. Belal, der dunkelhäutige Sklave, der vom Propheten befreit wird, als einer der nähesten Gefährten des Propheten ist. Und wenn Sie zur Pilgerfahrt fahren, sehen Sie, dass alle Nationen unter dem Spruch und unter dem Bekennensspruch, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet, sich dort versammeln. Und wir, vor allem wir in der heutigen Welt, ist es notwendig, dass wir Einheit zwischen uns herrschen lassen. Diese Themen, diese Gespräche sind wirklich eine Art der Unwissenheit und eine Art der Unbelesenheit, Ungelehrtheit, eine Art des Nichtwissenseins, eine Art der Beleidigung gegenüber dem Islam, eine Art der Beleidigung gegenüber dem Koran, eine Art der Beleidigung gegenüber den islamischen Geboten, der absolut diese Unterscheidungen absolut für falsch hält. Wir bitten Gott, dem Erhabenen, uns die Möglichkeit zu geben, den Segen zu geben, den Islam, den reinen Islam zu verstehen. Gott, an diesem heiligen Tag, an diesem heiligen Freitag, lass uns alle unsere Verpflichtungen und Verantwortung kennen. Lassen Sie mich diesen Satz noch sagen. Ich habe für Sie alle gebetet während der Pilgerfahrt und möge Gott uns allen zu seinen Dienern anerkennen. فصبح بحمد ربك واستغفر